und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Minecraft oder zu einer weiteren Let's Play Minecraft Folge. Was? Nein, Asterix und Obelix. Minecraft. Ich bin auch so ein Minecraft. Nein, Asterix und Obelix, und wir machen direkt weiter und reden mit dem Spion. Du bist noch ganz? Ja. Das ist wirklich beeindruckend. Ich weiß. Dieser große Raum ist eine Kampftrainingshalle. Mhm. Wir sind jetzt hier eingeschlossen. Oh nein. Ich kann die Tür erst öffnen, wenn alle Römer verschwunden sind. Viel Glück. So, es kann gut sein, dass wir jetzt hier das erste Mal sterben werden. Sie sind so... Das ist so extrem, Alter. Es ist eigentlich gar nicht so extrem. Das, nur das Extreme ist, dass da auch Lava ist. Okay, warte. Wir kümmern uns erst um die hier. Und wenn die dann ein guter Schütze ist, das muss man ihm lassen. Ah, Fischi, 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 Fischi. Okay, und weiter kämpfen. Kriegst uns nicht, kriegst uns nicht. Jetzt rennt doch nicht immer dahin. Alter. Noch 9. Na. Ah. Oh. Noch 6. Ja, ich habe Angst. Wow. Das Problem ist, das Spiel leckt auch ein ganz bisschen. Weil gerade auch ein Video konvertiert. Deswegen stockt es ein bisschen. Sieht man vielleicht nicht in der Aufnahme, aber ich sehe es halt, und wir sind noch nicht gestorben. Und diese mal 3 hole ich mir da jetzt nicht. Ganz ehrlich, mache ich nicht. Ich gehe kein Risiko ein. Ja, wunderschön. Alter, leck. Boah, diese mal 6 haben sich gelohnt. Egal. Mach uns auf. Herzlichen Glückwunsch. Das war ausgezeichnet. Der Weg ist frei. Dankeschön. Und da warten schon gleich die nächsten 20. Erstmal die Löwen weg. Na. Tritt lieber einen Zirkus auf. Aber lass uns in Ruhe. Okay, da war schlecht. Ich geb's ja zu. Trotzdem. Lasst mich. Ihr aggressiven Viecher. Oh. Guten Tag. So. Und auch du musst dran glauben. Los. So. Und noch 10 Löwen insgesamt. Beziehungsweise 10 Gegner. Sind ja nicht nur Löwen. Aber die meiste Anzahl ist Löwen. Und ich muss gleich niesen, ey. Das wäre natürlich super. Mitten bei einer Aufnahme zu niesen. Voll mit der Rotze ins Mikro, ey. Lecker. Na, 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 na. Das ist aber kein Benehmen. Wow!
So, die nächsten Wölfe. Wölfe. Kampfhunde, was sind denn das für Viecher? Löwen. Was habe ich eben gesagt? Auch Löwen? Ach, ist doch völlig egal, wir haben es geschafft, das ist die Hauptsache. Und zünden uns die Fackel an und wechseln automatisch in Obelix. So, seine Aufgabe ist es jetzt hier nur, die Baumstämme zu schieben und den Stein dazu ziehen. Relativ simpel mit Obelix, einfach die leichten Aufgaben mit Asterix, die Action-Aufgaben sozusagen. So, zieh den Stein! So, und ein Relaispunkt erscheint. Ja, das mochte ich noch nie. Wobei das eigentlich gar nicht so schwer ist. Einfach springen und springen und springen und springen. Boah, das war wirklich nicht schwer. Lass mich! Da, Alter. Oh. Ey, aua. Schon mal was von Höflichkeit gehört. Höflichkeit, merkt ihr dieses Wort? Okay, wir müssen hier raus. Da vorne steht schon wieder der Spion. Voll der Stalker. Spione. Und ganz viele Helme. Ganz viele Münzen. Ja, die hätten auch früher kommen können. Egal. Gibt Schlimmeres. Wir haben gleich 60.000 Münzen. Das ist schon echt eine ganz schöne Menge. Na, komm her. Die schaffe ich noch. Nein, okay. Eine Möwe. Und eine weitere Lobeere da hinten. Holen wir uns die mal. Lobeere 4 von 12 erst. Und Griechenland wird auch noch ein bisschen gehen. Ein bisschen frische Luft ist schon etwas Feines, nicht? Athen ist eine schöne Stadt, auch wenn viele Gefahren in ihr lauern. Von einem Abenteurer habe ich erfahren, dass mehrere Gallierinnen in einer Zelle eingesperrt sind. Von einer schrecklichen Kriegsmaschine bewacht, die unglaublich mächtig ist. So wird gemunkelt. Dummerweise konnte er mir nicht sagen, wo der Kerker sich befindet. Das war die beste Information, die es gibt. Yeah! Na los. So. Und nochmal, mal 10 hoch. Rutschen! So. Ja, Athen ist wirklich eine schöne Stadt, wenn das hier Athen sein soll. Also, echt schön hingekriegt. Und wir sind wieder hier. Hat sich eigentlich nur wegen der Lobeere gelohnt. So, kein Risiko eingehen, dass wir nicht in die Lava fallen. Und weiter geht's. Immer weiter steigen wir auf die Leiter. Naja, in dem Fall immer weiter gehen wir durch Athen.
Würde mich eigentlich mal reizen, nach Griechenland zu fahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wäre bestimmt, oder ist bestimmt richtig cool, aber, ja. Aber. Immer dieses Aber, ey. Das ist unglaublich. So. Ich fahre da auf alle Fälle nicht hin, wenn es da auch Römer gibt. Die einen angreifen. Dann fahre ich nicht hin. So. Dann entzünden wir einmal die Fackel. Und springen hier rüber. Bah! Alter! Das war ganz schön knapp. So, dann machen wir hier noch kurz die Truhen mit Obelix kaputt. Nimm das Schild gerne mit. Und lassen die Brücke sich zusammenklappend machen, damit Asterix mit der Fackel dann rüberkommt. Und wir schieben diese Baumstämme hier noch hin. Und das war so klar. Ihr seid nervig. Irgendwie ist das Schlagen heute ein bisschen komisch. Aber wie gesagt, irgendwie Video konvertiert, aber das daran, das... Ja, manchmal stockt es ein bisschen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Bitte verzeiht mir. So. Zweiter Baumstamm, sehr schön. Sind hier noch Kisten? Nö, hier sind keine Kisten, aber hier hinten haben wir jetzt mal 30 bekommen. So, ganz viele Münzen. Jetzt haben wir 59.039 Münzen und fahren mit Asterix hier rüber. In der Hoffnung, dass wir es dann schaffen, das Feuer dann noch zu entzünden. Mal schauen. Ah. So. Feuerchen, entzünde dich. Geschafft und weiter geht's. Plattformen. Die kennen wir ja schon von der Normandie, diesen Fahrstuhl. Und da habe ich ein bisschen Schiss jetzt ehrlich gesagt bei denen. Vor allen Dingen jetzt, dass wir sterben. Wir werden sterben. Weil es auch so schön leckt. Oder stoppt zwischendurch. Ah! 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 Obelix, helf mir! Alter, wir haben es geschafft. Aber es ist noch nicht vorbei. Wobei die Löwen noch das Mindeste sind, was zu schaffen ist. Ja! Wir speichern schon mal vorsichtshalber. Aber wir müssen nochmal runter. Wir müssen nochmal runter. Ja, es tut mir leid, aber es ist so. Es ist so. Ist eh fraglich, ob man es schafft in so einem... Oh, leck! Let's Play überhaupt nicht zu sterben. Glauben daran tue ich nicht. Beeilen, beeilen, beeilen. Oh. Ja, okay. Gut, dann das Feuer nicht angezündet. Gibt Schlimmeres und dann hier auf alle Fälle. Dann bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Gothic Gamer. Bye, bye.